Eine wirklich gute Schere. Okay. Dann kommt. Also heute zeige ich Ihnen, wie man ein Hochbeet baut. Ich habe hier diese alte Wassertonne. Und zwar habe ich entdeckt, dass die hier einen Riss hat und jetzt undicht ist. Und deshalb werde ich daraus jetzt ein Hochbeet bauen. Wir beginnen damit, dass wir ein paar Löcher dort hineinschlagen. Okay, das hat so keinen Sinn. Hier ist eine Schraube, vielleicht klappt es hiermit. Man darf nicht vergessen, dass heute Sonntag ist. Deswegen muss man sich ruhig verhalten. Ich könnte auch mal einen Schlag direkt mit der Axt versuchen. Das war ein Fehler. Ich werde weiter hiermit vorgehen. Also man sieht, es sind jetzt auf jeden Fall ein paar Löcher vorhanden. Sicher zu gehen, dass diese Löcher offen bleiben, werde ich hier noch etwas reinstecken. So. Also wichtig ist, dass überschüssiges Wasser hier abfließen kann. Man hätte auch Löcher hier reinbohren können. Hier habe ich jetzt noch ein etwas größeres Loch reingeschlagen. Das kann nicht schaden. Man muss nur aufpassen, dass keine Mäuse in das Hochbeet kommen. Jetzt sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Um das Ganze noch mehr vor Mäusen zu schützen, machen wir jetzt noch dieses hier rein. Es ist jetzt nicht sonderlich ordentlich, aber ich denke, es wird definitiv genügen. Kurz den Test machen. Ich werde Wasser reinfüllen. Wie man sieht, optimal. Jetzt kommt das Hochbeet an seinen Ort. Nicht zu dicht, nicht zu weit. Jetzt wird das Ganze mit einer Drainage gefüllt, dass das Wasser gut abfließen kann. Würde man jetzt direkt Erde hier drauf füllen, dann würden sich die Löcher zusetzen und nach unten pressen und das Wasser könnte nicht abfließen. Man kann auch Tonscherben, man kann eigentlich nehmen, was man will. So sieht das Ganze doch schon ganz gut aus. So, dann habe ich hier ein paar Reste aus dem Garten. Das ist Holzschnitt, Steine, Split. Ich sag mal, bis hierhin kann man jeden Mist reinfüllen, den man übrig hat. Und diese Schicht, die oberen 40, 50 cm, die sollten dann halt gute Erde sein mit gutem Kompost. Es kann nur helfen, wenn man unter die Erdschicht Sachen legt, die verrotten. Zum Beispiel Holz oder Pflanzenreste, weil diese bei der Verrottung Hitze erzeugen und das Hochbeet dadurch gewärmt wird. Das ist einer der Vorteile. Aber man muss es auch nicht. Also man kann, man muss aber nicht. Schubkörbe selbstverständlich sauber gemacht. Wenn man alles immer schön sauber hält, dann hält es auch ein Leben lang. Also ich habe jetzt die nächste Schicht aus halb verrottetem Material genommen. Also Reste aus dem Garten, auch Stöckchen und so, bis hierhin. Und den Rest werde ich jetzt mit Gartenerde und Kompost auffüllen. Soeben ist etwas Besonderes passiert. Wir haben beim Umgraben im Beet diese Münze hier gefunden. Deutsches Reich, 50 Pfennig von 1921, also fast 100 Jahre alt. Und ich kann nicht lesen, was hier drauf steht. Also ich habe es jetzt mal gewaschen. Es ist etwas beschädigt, aber okay. Also es steht drauf, Gichregen bringt Gegen. Keine Ahnung, was das heißen könnte. Ich hoffe, dass ich hierdurch reich werde. Dieser Pfennig steht nicht nur für einen Pfennig aus der Weimarer Republik. Dieser Pfennig steht für viel mehr. Dieser Pfennig sagt nämlich aus, dass dieser Garten hier schon vor 100 Jahren in Betrieb war. Und ich habe es schon immer gespürt. Dieser Garten ist beseelt. In diesem Garten schlummert die Kraft unserer Ahnen und lässt mein Gemüse gut gedeihen. Dies ist wieder mal ein weiterer Beweis für diese Einsicht. Also hier habe ich feinsten Kompost, der wird jetzt als obere Schicht verwendet. Wie man sieht,
feinste Qualität. Jetzt ist das Beet schön mit Kompost gefüllt und wird jetzt einmal angefeuchtet. Jetzt habe ich hier Salat vorgezogen. Wenn man hier jetzt so einen dichten Wurzelball ineinander hat, dann habe ich einen Trick. So bleiben am Ende nur noch die Wurzeln übrig. Und dann kann die Pflanzen ganz vorsichtig separieren. Schauen Sie, wie schön ich diese Pflanzen, Salatpflanzen hier separiere. Mit der Hilfe des Wassers. Einer uralten Kraft. Wie gesagt, erstmal jetzt viel zu dicht. Verpflanzen kann ich es nämlich immer noch. So lautet meine Devise. Fertig ist das Hochbeet. Ich habe dann noch ein weiteres Hochbeet gebaut und wie man sieht, hat sich der Salat hervorragend entwickelt. Später ist dann noch eine Melone und Rucola-Salat eingezogen. Wenn Sie das nicht verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Kanal.